Jesus, ich danke dir so sehr für mein Leben, das so viel mit Braunau zu tun hat. Ich danke dir für diese Menschen da. Ich danke dir für alles, was du zugelassen hast an Leiden und an Freude. Und ich bitte für uns alle, für jeden Einzelnen, der jetzt da ist, dass du unsere Herzen berührst und dass wir nach diesen Tagen da dir einfach näher kommen sind und dir mehr vertrauen können, die mehr suchen und die mehr lieben. Amen. Also ich bin die Margie Seiwald, ich bin in Braunau aufgewachsen. Viele von meinen Loreto-Geschwistern werden das gar nicht wissen. Ich bin zwar in Schwarzach geboren, aber wie 3 Monate alt war, sind meine Eltern nach Braunau übersiedelt und eigentlich bin ich Braunauerin. Und ich verdanke den Braunauern wirklich ganz viel und ich freue mich voll, dass ich heute da sein kann. Und ich bin den Braunauern auch irgendwie treu geblieben, weil ich bin von Braunau nach Flachau gezogen. Also die Au habe ich mitgeholt und ich arbeite nach Braunau in Schwarzach. Also ihr seht, Au und Ach begleiten mich auf meinem Weg. Genau. Und es ist wirklich voll super, dass dieses Christkönigsfest da ist. Genau, es freut mich sehr. Ich habe schon ganz viele Bekannte getroffen. Der Marc Zechel, der dieses Festival mitorganisiert hat, hat mir angerufen und gesagt, Margi, 10 Sekunden Zeit, sag mal den Titel deines Vortrags, das war vor 4 Monaten oder vor 3. Die Folder gehen in den Druck. Und er hat gesagt, das Übermotto ist, ich mache alles neu. Und dann ist mir eingefallen, habe gesagt, Marc, schreib hin, Forever Young. Ja, also, der Vortrag heißt jetzt ein bisschen anders. Ich habe mir da extra dafür ein T-Shirt besorgt. Warte einmal. Das werden nur die Vorderen lesen, für die Hinteren werden wir es vorlesen. Jesus macht Jünger. Okay? Also, das ist, das ist heute das Thema. Jesus macht Jünger und es beinhaltet 2 Dinge. Das ist wirklich meine Erfahrung, ich bin jetzt 37. Das, was das Leben uns zumutet, ein Christ, der mit dem lieben Gott verbunden lebt, der ertragt es anders. Es ist so. Ich habe mehrere Monate auf einer Krebsstation gearbeitet für Menschen, die im Sterben liegen. Und ganz nach kurzer Zeit habe ich gewusst, ob wer an Gott glaubt oder nicht. Also wir tragen die Sachen anders. Das ist das eine, das ist der erste Teil von meinem Vortrag. Und der zweite ist, Jesus macht nicht nur Jünger, er macht uns auch zu seinen Jüngern. Und was bedeutet das? Jünger ist ein bisschen ein altmodisches Wort. Was heißt es, dass wir seine Jünger sein dürfen? Okay, insgesamt soll es ein Mutmacher-Impuls sein, weil mir ist halt oft so gegangen und ich glaube, vielen von euch wird es ähnlich gehen. Meine kleine Tochter versucht immer zu mir durchzukommen, aber der Vater ist da und hält sie im Bann. Ein Mutmacher-Impuls. Ich bin oft bei diesen Jugendtreffen gewesen. In Österreich hat es damals noch nicht viele gegeben, da hat es auch Böller noch nicht gegeben, wie ich in den Teenies waren. Und wir sind oft noch in England gefahren oder nach Tessé. Und ich bin immer mit so einem schweren Herzen heimgefahren. Es war einfach so schön und es war so toll, mit Menschen, von Menschen umgeben zu sein, die auch an Gott glauben. Und in der Schule bin ich auch oft verarscht worden. Und das war oft schwer. Und darum möchte ich euch heute Mut machen, auch bei diesem Hinausgehen. Und euch auch sagen, dass Jesus jeden von uns braucht in dieser Welt. Dass mehr Licht wird und dass es wärmer wird und dass er für jeden einen Plan hat. Und vielleicht denken sie manche, die Margie ist so cool, die steht da vorne und die kann reden und wird nicht einmal rot. Ja, aber ich habe das nie, ich habe das nicht von Anfang an kennen. Und der liebe Gott, der hat mich wachsen lassen. Und das wird er auch mit euch tun. Er wird eure Talente wachsen lassen, wenn ihr es ihm anvertraut. Okay? Also, was bedeutet das? Jesus macht Jünger. Heißt es leicht, die Christen werden nicht alt, kriegen keine Falten, keine Altersflecken, keine Orangenhaut. Ich war gestern bei dem Tanzworkshop mit der Rebecca. Da haben wir jeden Körperteil begrüßen müssen. Genau. Also heißt, die Christen brauchen keine dritten Zent oder kriegen keine grauen Haare. Nein, das bedeutet es nicht. Aber ich merke, dass die Menschen, die mit Jesus gehen, anders altern. Die bleiben innerlich jung. Und ich habe euch jetzt ein paar Bilder mitgebracht. Vielleicht könnte man die einblenden. Schaut mal den an, das ist der Frérische Schütz. Ist mittlerweile schon bei Jesus. Schaut er nicht irgendwie aus wie ein Kind? Merkt ihr das, diese Mimik? Bitte das nächste, ich habe jetzt einfach fünf Bilder mitgebracht. Das ist die Gianna Barretta Moller, die hat in der Schwangerschaft von ihrem letzten Kind, ist Krebs diagnostiziert worden, ist eine italienische Ärztin. Und die Ärztin sagt, sie soll das Kind abtreiben und die Chemotherapie sofort beginnen, sonst wird sie nicht überleben. Und sie hat sich für das Kind entschieden und ist dann auch gestorben. Das nächste Bild, die Mutter Teresa.
Man schaut sich diese Gesichter an. Bitte weiter. Schwester Elvira, die hat die Gemeinschaft Cenacolo gegründet. Die lebt noch, die ist noch immer ganz, ganz aktiv. Die arbeitet mit den Drogensüchtigen. Und der Papst Johannes Paul II. ich weiß nicht, ob ihr das wisst, der Papst Johannes Paul II. Hat ja die Parkinson-Erkrankung gehabt. Und die Parkinson-Erkrankung betrifft vor allem, die mimische Muskulatur des Gesichts. Und darum hat er später eben keine Mimik mehr gehabt. Aber das ist jetzt ein Bild, bevor der Parkinson sein Gesicht angegriffen hat. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, manche haben diesen Film Carol gesehen von euch. Er hat gesehen, wie viele seiner Freunde von den Nazis getötet worden sind. Und er hat den Kommunismus erlebt. Er hat so viel Böses erlebt. Er ist wirklich durch ganz, ganz schwere Sachen gegangen. Viele Menschen waren so schier mit ihm und haben ihn verraten. Und trotzdem hat er es geschafft, liebevoll zu bleiben. Und ich glaube einfach, es gibt diese Orte, es gibt viele Menschen, die wirklich versuchen, ich gehe jetzt wieder ein bisschen auf, für das ihr mir seht, weil ich bin so klar, dabei habe ich mir halt extra Steckelschuhe anzogen. Es gibt wirklich viele Menschen, die versuchen, lieb oder gut zu sein in ihrem Leben. Aber es gibt Momente im Leben, zum Beispiel in einem Konzentrationslager, wenn es heißt, jeder Zehnte hervortreten, der wird erschossen. Ja? Und wenn dann einer sagt, ich gehe statt dir, wie es der Maximilian Kolbe getan hat, ich glaube, dieses kann nur einer machen, der mit Jesus geht. So einen Akt der Nächstenliebe, sein Leben hinzugeben für seine Freunde oder für einen Fremden, das war ein fremder Familienvater, ja? Für den hat er sein Leben gegeben. Ich glaube, das können wir aus eigener Kraft nicht. Ich habe an diesen Satz denken müssen, im Psalm 103 heißt es, wie dem Adler erneuche dir die Jugend. Und ich dachte, was heißt das? Ist der Adler, warum? Ich habe mit dem Wort eigentlich gar nichts anfangen können. Und ich bin dann im Internet auf Suche gegangen. Ich bin ein bisschen abgelenkt, weil da liegt der Gummibärli da vorne. Und ich weiß, meine kleine Tochter, die würde das sicher gern haben, das Gummibärli. Okay, ich sehe überhaupt eine ganze. Okay. Okay, was heißt, ich habe euch ein Bild vom Adler mit, können wir das bitte? Okay, und ich bin wirklich fündig geworden. Es gibt die Legende, dass der Adler, der normalerweise, es wäre das nächste Bild, das ist, genau, das ist der Adler, der Weißkopfadler, der wird normalerweise 30 Jahre alt und mit 30 hat er die Möglichkeit, eine Umwandlung durchzuführen. Und zwar wird dann schon, er ist schon recht alt mit 30, sein Gefieder wird sehr schwer, seine Krallen werden so lang, dass er eigentlich keine Beute mehr reißen kann und sein Schnabel wird auch so krumm, dass er mit dem eigentlich nichts mehr fangen kann, deswegen stirbt er. Aber er hat diese Chance, sich auf einem einsamen Berg, wo ihn keiner erwischen kann, zurückzuziehen und er schlägt dann mit seinem Schnabel so lang gegen den Felsen, bis ihm der Schnabel wegbricht und ihm wächst dann ganz langsam ein neuer Schnabel, mit dem reißt er sich das Gefieder aus und es wachsen ihm neue Federn und er reißt sie mit dem Schnabel die Krallen aus und es wachsen ihm neue Krallen. Und dann hat er die Möglichkeit, dass er noch einmal 30 Jahre lebt. Und das ist eigentlich arg. Ja, denkt man sich, also wenn das heißt Christ sein, dass ich ein Masochist sein muss, dass ich mir selber wehtun muss, um zu erneuern, das ist eigentlich voll arg. Ich glaube, es geht um was anderes. Gott mutet uns Christen genauso diese Schwere im Leben zu, das Leiden, dass wir verspottet werden, dass wir krank werden, dass uns Freunde verraten oder sie Freunde von uns abwenden, dass Leute hinterrücks schlecht über uns reden, dass wir einen Job nicht kriegen, den wir gerne hätten. Ja? Und trotzdem ist mit Gott anders. Mir hat da mein Mann einmal so was Gutes gesagt. Mein Mann hat versprochen, bevor wir uns kennengelernt haben, gesagt, Mutter Gottes, wenn ich eine gute Frau erwische, dann gehe ich zu Fuß von Flacher nach Maria Blein. Franzl, 80 Kilometer sind es, oder? Genau, 80 Kilometer. Er hat es irgendwie vergessen. Philippa, schau, jetzt gib wieder das Gummibärli, Schatzi. Er hat es irgendwie vergessen und hat dann einmal die Bibelstelle gekriegt, da haben wir uns schon gekannt. Da waren wir schon verlobt und hat die Bibelstelle gekriegt, erinnere dich an deine Gelübde. Okay, also, er hat mir das erzählt, ich gesagt, du Magi, eigentlich habe ich versprochen, wenn ich eine Frau finde, ich gehe zu Fuß nach Maria Blein. Ich habe gesagt, dann gehe ich mit. Dann sind wir miteinander gegangen und es war wirklich wie verflixt, wir sind bei Flacher rausgegangen zu Fuß
und sind 3 Tage nur im Regen gegangen. Nur. Es hat nur gewaschelt. Zur gleichen Zeit war in Köln der Weltjugendtag. Es waren genau die gleichen 3 Tage, da hat es nur die Sonne gescheit und bei uns hat es nur gewaschelt. Und es gibt eben dann diesen, es gibt einen Teil der Straße, also sicher 20, 30 Kilometer, wo man hintereinander auf einer Bundesstraße gehen muss. Ja. Dann sind wir in, und die Autos sind vorbei und haben uns angespritzt. Wir waren so, wir waren wirklich, es war wirklich ein Sauwetter. Und trotzdem sind wir nicht nass geworden, weil wir haben alle ein Gore-Tex gewandt angehabt. Und irgendwann trat sich der Franzl zu mir und sagt, was? So ist es im Leben mit Gott. Es regnet genauso, aber irgendwie sind wir trotzdem geschützt, mit diesem, wie wir mit diesem Gore-Tex gewandt geschützt waren. Ja? Und ich habe das einfach wirklich oft erleben dürfen, wenn ich voller Angst war oder ganz verzagt oder wirklich verzweifelt. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber im ersten Moment ist dann bei mir oft so, na, ich will nicht zu Gott, na. Also das fällt mir richtig schwer, da mein Knie zu beugen und hinzugehen. Und trotzdem bin ich jedes Mal beschenkt worden. Und er hat mich durchgetragen und er hat mein Herz wieder verwandelt. Oder wenn wir mal gestritten haben und ich mir denke, ja, dann merke ich einfach, wieder, wie Gott kommt in mein Herz, wenn ich es ihm erlaube und wie er mir wirklich diese erste Liebe auch für meinen Mann immer wieder schenkt. Das ist so ein Geschenk. Ja. Und das ist diese Verwandlung, die Gott schenkt. Das ist da, wo er unsere alten Federn, die schon ganz schwer sind, die uns am Boden hemmen, diese Federn der Hoffnungslosigkeit, die so viele von uns haben, ja, wir die ausreißt. Das tut weh, ja, es tut weh. Und das Zweite, was ich sehe bei meinen Freunden und in meinem Leben, das, was im ersten Moment uns so weh tut, das sind wirklich diese Wunden in unserem Herz, wo der liebe Gott rein kann. Unser Herz ist oft, also meins, ich rede jetzt von mir, ja, mein Herz ist oft so hart, so schweinehart, echt. Und dann sind da diese Wunden, die das Leben schlagt, und da kommt der liebe Gott rein, weil da bin ich total verwundet. Und da schreie ich nach ihm und da brauche ich ihn und da bin ich überhaupt nicht mehr souverän. Ja. Es gibt sehr, sehr interessante, also dieser Prozess, dieser schmerzliche Prozess des Adlers, der dauert 60 Tage, habe ich herausgefunden. Ja. Also der liebe Gott, der möchte, dass wir ein Leben lang echt offen sind für neue Abenteuer. Ich kenne viele Menschen, die der liebe Gott, ich meine, schaut mal den Abraham an, aber den habe ich nicht persönlich getroffen. Noch, aber der Abraham, der war ja uralt, wie Gott ihn weggerufen hat. Ja, also das sind unsere Leute eigentlich im Altersheim oft, leider, und nicht bei ihren Familien mehr, aber das ist oft einfach auch nicht anders möglich. Aber ihr seht, der liebe Gott möchte uns auch im Alter, das ist ganz wurscht, wie alt wir sind, dieses offene Herz, ja, einfach ihm wirklich zu folgen, egal wo er uns hinruft. Das möchte er uns behalten. Ich war vor kurzem in Wien bei einer Fortbildung, bei einer psychiatrischen, und der Psychiater hat gesagt, in den letzten 5 Jahren ist die Depressionsrate in Österreich um 5% angestiegen. Und wir haben ihn dann gefragt, und gesagt, was sind die Gründe, was nehmen Sie an, was ist der Grund, dass die Depressionen so viel weiter steigen? Eine Zeit lang hat man gesagt, das ist, weil die praktischen Ärzte das jetzt auch mehr erkennen und auch die Bevölkerung mehr sensibilisiert ist, aber das ist jetzt eigentlich vorbei. Und er sagt, er glaubt, das ist der soziale Stress. Und dann haben wir gefragt, was ist ein sozialer Stress? Und sagt er, zum Beispiel eine Scheidung ist ein sozialer Stress. Natürlich auch, er sagt, dieses Zerbrechen der Großfamilie, dass viele von uns einfach immer einsamer dastehen, das ist ein sozialer Stress. Und es gibt diese Studie, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber ich finde die sehr, sehr interessant, die ergibt, das lese ich jetzt vor. Also die Amerikanerin Mercedes Wilson hat die gemacht. Ein standesamtlich verheiratetes Paar oder bei standesamtlich verheirateten Paaren zerbricht eine Ehe von 2. Bei kirchlich verheirateten Paaren zerbricht eine von 3 Ehen. Also ihr seht, nur dass sie in der Kirche heiraten oder dass wir in der Kirche heiraten, ist keine Garantie, überhaupt nicht, dass die Ehe irgendwie gelingen kann. Bei kirchlich verheirateten Paaren, die zusammen zur Kirche gehen, regelmäßig, zerbricht eine von 50 Ehen. Bei kirchlich verheirateten Paaren, die zusammen zur Kirche gehen und miteinander beten, zerbricht eine von 4.029 Ehen. Ist interessant, oder? Mit Jesus zu gehen ist keine Garantie, dass unsere Ehe gelingt, überhaupt nicht. Ja, ich glaube, eine Ehe ist es wirklich, da wird man mit seinem eigenen Egoismus so konfrontiert. Ich habe gestern schmunzelnd erzählt, wir waren zusammen bei meinem Papa gewesen und wie der Franzl meine Hand angehalten hat, hat der
Papa zum Franzl und sagt, na Franzl, du hast so ein Glück, ich habe die Margie nie grantig erlebt. Und sagt auch, Franzl, hast du eine Ahnung? Also ihr seht, und das ist so arg eigentlich. Die Ehe, ich meine, der Franzl ist der Mensch, den ich am meisten lieb habe. Und das ist der Mensch, den ich am meisten kränke. Es ist so, wir Menschen sind so doof. Echt. Und darum ist es der Weg der Heiligkeit, weil da lernen wir einfach wirklich voller Demut, wie wir uns heute in der Messe wieder beieinander entschuldigt, voller Demut immer wieder aufeinander zuzugehen und sagen, es tut mir so leid, ich bin auch so ein Ego, echt, naja. Okay, aber es hat nicht nur Auswirkungen auf unsere Beziehungen, sondern wir wissen, betende Menschen haben ein besseres Immunsystem, lustigerweise. Ja. Wir wissen, diese Stresshormone, die ausgeschüttet werden bei Angst, die bewirken auch, dass das Immunsystem geschwächt wird. Betende Menschen haben mehr Serotonin, das ist das Glückshormon im Gehirn, das kann man messen, alles ist total witzig. Ja. Das heißt, wenn jetzt, bevor ihr zur Schokolade greift, okay, geht es mal in die Gebetsecke. Okay? Genau. Betende Menschen haben weniger Herz-Kreislauf-Probleme, haben weniger Herzinfarktrisiko, weil das, was wir eben alles, was in diesen Stresssituationen ausgeschieden wird, diese Stresshormone sind ja sehr gut, aber wenn die längerfristig ausgeschieden werden, dann machen sie eben auch gesundheitliche Probleme. Also ich mache jetzt eine volle Werbeeinschaltung für Jesus. Ich hoffe, ihr merkt das. Ja? Und ich möchte euch jetzt die Anti-Aging-Produkte von Jesus vorstellen, ein bisschen. Also als erstes kommt das Q10. Da hätte ich ein Bild gehabt. Coenzym Q10, das gibt es wirklich in der Beauty-Branche, ist ein Anti-Aging-Enzym. Für mich steht jetzt aber das Q für ein Quäntchen. Wisst ihr, was ein Quäntchen heißt? Seit dem letzten James Bond. Quäntchen heißt ein kleines bisschen, okay? Das erste Anti-Aging-Produkt von Jesus ist jeden Tag 10 Minuten, eine kleine Menge, 10 Minuten beten. Okay? Mir ist es so wichtig, ich habe mir oft so riesen Geschichten vorgenommen nach solchen Jugendtreffen. Jesus, jeden Tag 3 Rosenkränze, 3 ganze natürlich. Ich gehe jeden Tag 2x4 Stunden in die Anbetung. Ja, jeden Tag in die Messe und dann war ich frustriert, weil ich es nicht geschafft habe. Nehmt sich bitte nicht zu viel vor, aber die sind treue, okay? Also Q10, Quäntchen von 10. Die katholische Botox-Spritze. Wisst ihr, was das Botox ist? Das Botox ist eigentlich ein Nervengift, das die Nerven lähmt und das lassen sie nicht nur Frauen, auch Männer einspritzen in die verschiedenen Gesichtsregionen, damit sie nicht mehr die Stirn runzeln können. Ja, damit keine Falten entstehen. Ja. Also das Power-Doping-Mittel von uns ist 24/7. Ich glaube, da hat der Georg gestern ganz viel, hat er nichts gesagt? Weil er hat zu mir am Telefon gesagt, er wird über 24/7 reden. Okay. Die Anbetung, das möchte ich so ein bisschen erklären. Ich werde dann später noch darauf eingehen, bei der Jüngerschaft, was heißt Jesus folgen. Ich glaube, es ist wirklich voll schwer, wenn man keine Ahnung hat von einer heiligen Messe oder dass Jesus in diesem Stück Brot ist, dann glaube ich, es ist ganz schwer, dass man in eine Messe geht und dass man einen Zugang findet. Wirklich. Ich glaube, dass für viele die Messe so saufad ist. Und viele glauben auch zu wissen, was in einer Messe ist und sagen, den alten Hut, den kannst du sparen, Margie, weil das ist wirklich so was Fades, das hat überhaupt nichts mit mir, meinem Leben zu tun. Und das ist auch unsere Aufgabe, dass wir den Menschen wieder erzählen, was in einer Messe passiert. Ja? Und in der Anbetung, in der Eucharistischen, dass wir dass Jesus so eine Sehnsucht hat, uns zu begegnen, dass er in dieses Brot kommt, das kann man sich einfach nicht ausdenken. Wem fällt denn das ein, dass er in ein Brot kommt und dass er gegessen wird? Das ist ein Wahnsinn. Das ist noch viel mehr als miteinander schlafen. Da wird man wirklich noch mehr eins. Und so ist unser Gott, der möchte ganz bei uns sein. Bei diesem kleinen, schwachen Geschöpf. Das ist einfach, das ist so toll. Also die katholische Botox-Spritze ist in die Anbetung gehen, okay? Und jetzt kommt das Skalpell. Was ist das Skalpell? Also manchmal braucht man natürlich bei den Schonen, ich habe ein tolles Bild gefunden für euch, gell? Es ist nicht mein Vater. Das Skalpell, das katholische Skalpell ist die Beichte. Da wird durchgeschnitten. Ja, da wird ausgeschnitten, was eitrig ist und was da schwelt in unserem Herzen. Und dann wird verbunden. Da wird gut desinfiziert, dass nichts mehr nachkommt. Dann wird verbunden. Und ja, ich glaube, fast alle von uns haben schon viel geweint einmal bei einer Beichte. Und da wird die Bitterkeit herausgelöst. Es werden die Masken genommen, die Unsicherheiten, die Unversöhntheiten. Das ist
das katholische Skalpell, okay? Also, ihr seht, es ist ganz eine neue Beauty-Line, erhältlich jeden Tag in der örtlichen Kirche, okay? Papst Johannes Paul, das wäre bitte das nächste Bild, er sagt, die christliche Heiligkeit besteht nicht im Ohne-Sünde-Sein, sondern im Bemühen, möglichst nicht zu fallen und sich nach jedem Fall wieder zu erheben. Ist das nicht schön? Es geht nicht darum, dass wir super toll sind. Ja? Manche von euch wissen das, dass ich in der Ombudsstelle in Salzburg arbeite in der Ombudsstelle für sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche. Und diese Arbeit, das ist für mich viel schlimmer als auf der Psychiatrie. Weil ich einfach selber die Kirche als so einen Ort erfahren habe, wo ich so viel geheilt worden bin, wo so viel gut worden ist in meinem Herzen. Und zu erleben, dass für andere Menschen da eine ganz tiefe Verletzung passiert, weil es einfach ganz, ganz verletzte Menschen auch gibt, das ist einfach furchtbar schwer. Ja. Und dieses, ja, trotz dieser Arbeit, ja, sehe ich erstens, dass wir alle Sünder sind, dass wir alle Platz haben in dieser Kirche, weil wir Sünder sind. Jeder von uns hat da seinen Platz und ist auch akzeptiert. Und das Zweite, was ich sehe, das Schöne ist trotzdem so viel stärker und so viel größer, was in dieser Kirche passiert. Das möchte ich einfach auch mitgeben, weil ich denke mir, das ist oft eines des Ersten, das wir auf den Deckel kriegen jetzt, wenn wir sagen, ich bin katholisch. Ja. Und ich stecke wirklich in dem Mist. Ich höre diese Sünde und ich höre diesen Wahnsinn. Und trotzdem sage ich euch, das Schöne, das diese Kirche gibt und das Dienen, das diese Kirche lebt. Ich habe vor kurzem gehört, ich glaube, mehr als 80% aller sozialen Projekte weltweit werden getragen von kirchlichen Organisationen. Ja. Also das ist so wichtig, dass wir all diese Sachen sehen. Lasst euch bitte nicht abmachen. Die Kirche hat so viele Schätze. Sie hat so ein tolles Schönheitsprogramm für jeden. Okay? Und jetzt möchte ich zum zweiten Punkt kommen. Also, Jesus macht Jünger, aber er macht uns auch zu seinen Jüngern. Was heißt denn Jünger? Es ist ein bisschen so, wie ich zuerst schon gesagt, ein bisschen ein altvaterisches Wort. Ein Jünger ist ein Nachahmer. Okay, also jemand, der nachahmt. Wie kann man denn was nachahmen? Nachahmen kann man nur, wenn man mit jemandem viel Zeit verbringt. Ja? Wir werden ein bisschen zu dem, was wir. Wir werden ein bisschen zu dem, was wir. Anschauen, da habe ich auch ein paar Bilder mitgebracht. Genau. Also was wir lang betrachten, dem werden wir ähnlich. Seht ihr das? Da habe ich noch eins. Ist cool, oder? Ich habe noch eins. Okay, ich glaube, das war das Letzte. Also ihr seht, wir Menschen, man hat das auch bei den Partnerschaften, bei sehr glücklichen Paaren, die schon mehr als 10 Jahre glücklich sind, hat man solche Profile erstellt. Da gibt es wirklich, das ist sehr, sehr lustig, die habe ich jetzt aber nicht reingenommen, hat man eben die Gesichter geteilt und hat gesehen, die Symmetrie, die Lachfalten werden sich ganz ähnlich, wenn sie Paare sehr gut verstehen. Also wir werden zu dem, was wir betrachten. Und auf der Psychiatrie merken wir das, wenn unsere Patienten kommen, fragen wir ganz viel, was mit ihren Gedanken ist, an was sie denken. Und ganz oft oder eigentlich immer bei den depressiven Patienten, ist es, dass sie dieses negative Gedankenkreisen haben. Das heißt, die sehen das halb volle Glas immer halb leer. Ja, die gleiche Situation wird schlechter wahrgenommen. Und dadurch bringen sie sich aber in so einen Strudel. Und das ist eines der Dinge, die wir mit ihnen erarbeiten, ist, dass sie wieder lernen, gut zu denken. Ja. In einer Situation hast du immer die Chance, ja, man weiß es auch von den Bewerbungsgesprächen, da gibt es ganz interessante Studien, wo du reingehst und denkst, scheiße, den Job kriege ich nie. Ja, Entschuldigung, jetzt habe ich scheiße gesagt, aber den Job kriege ich nie, ja, dann wirst du ihn wahrscheinlich auch nicht kriegen. Ja. Wenn du reingehst und sagst, ziemlich sicher kriege ich ihn, also mit dieser inneren Haltung, das springt über auf deinen nicht Gegner, aber der dir das Bewerbungsgespräch halt, genau, mit dir das ausrichtet. Wir werden zu dem, was wir betrachten. Und ich glaube, es ist einfach wirklich, wenn du ein Jünger Jesus sein willst, dann betrachte ihn. Ihr werdet Zeit heimfahren und ihr werdet wieder vielleicht alleine sein. Ihr habt eure Freunde, vielleicht eure Christlichen am Gebetskreis, aber ihr werdet doch viele Stunden alleine sein. Und was tut ihr dann? Flüchtet ihr? In unserer Zeit, wir kennen super Flüchten.
Schau allein mit dem Handy, das ist super. Dann gehen wir ein bisschen ins Internet, dann trauen wir uns noch eine Musik auf und stecken uns die Stöpseln ins Ohr. Wir können so viel flüchten. Und es ist oft zu schwer, wirklich ruhig zu werden bei Jesus. Und dann kommen diese 1000 Geschichten, die uns einfallen. Aber das liebt er, das möchte er hören. Er möchte deine 1000 Geschichten hören. Und auf einmal wirst du ruhig. Und dann kann er dir begegnen. Da habe ich auch ein Bild mit. In der Anbetung und das nächste bitte. Und dann schaut er dir an. Und dann lass dich einfach anschauen. Du musst beim Beten nichts leisten. Das Beten ist dieses Dasein. Jesus, jetzt bin ich da. Jetzt gehöre ich dir. Und macht es jetzt. Jetzt sind viele von euch so jung. Jetzt kennt ihr eure Zeit super selber einteilen. Ich merke, ich fange zum Beten an und dann wird die Philippa munter und weint und es ist schon wieder vorbei bei mir. Ja? Nutzt diese Zeit. Wirklich. Sucht Jesus, begegnet ihm. Gebt ihm diese 10 Minuten am Tag, wo ihr euch einfach anschauen lasst, wo ihr euren Lebensgatsch ausblärt bei ihm und auch das Schöne ihm erzählt. Und ihr werdet verwandelt. Es gibt dieses Lied: Im Anschauen deines Bildes, im Anschauen deines Bildes, da werden wir verwandelt, da werden wir verwandelt. Da werden wir verwandelt in dein Bild. Und wenn es sogar mit den Menschen geht, die wir lieben, dass unsere Gesichter ähnlich werden mit den Lachfalten. Ja? Und es ist mit Studien belegt, bitte. Das sind vermessen worden, die Gesichter. Ja? Dann ist es also, wenn wir Gott betrachten und wenn wir uns öffnen und wenn wir ihm Zeit schenken. Und das wird uns nähern. Bei solchen Jugendfestivals kann man ganz schön sagen, ah, das ist irgendeine Massendynamik und Massenphänomen und toll und jeder so eine Kuschelwelt. Aber das wahre Nachahmen von Jesus beginnt in deinem Kämmerlein daheim, wo dich keiner sieht. Ja? Und wo nur er da ist. Und er liebt diese Kämmerleinstunden mit dir. Und aus dem wird ganz viel, ganz, ganz viel erwachsen. Papst Johannes Paul II. Hat einmal gesagt, ihr Jugendlichen, ihr seid die Visitenkarten von Jesus. Und das möchte ich jetzt zum Schluss auch sagen. Ihr seid die Visitenkarten. Ja? Jesus ist sehr unsichtbar in unserer Welt. Ja? Es gibt die wenigsten von uns, wir haben gestern darüber geredet, haben eine Erscheinung oder eine Offenbarung. Jesus verbirgt sie. Selig, die nicht sehen und doch glauben. Ja? Er prüft uns da auch. Und wir sind seine Visitenkarten. Ich möchte euch bitten, dass ihr einfach das auch zulasst, dass Jesus euch und euer Gesicht und alles, was ihr seid, als seine Visitenkarte verwenden darf. Dass die Menschen, die euch begegnen, merken, ah, da ist was anderes. Da gibt es irgendwie mehr. Das möchte ich wünschen. Also, Jesus macht Jünger und Jesus möchte euch zu seinen Jüngern machen. Und er braucht jeden von euch, jeden von euch. Jeder ist wichtig. Und jeder, der nicht an seinem Platz steht in diesem Heilsplan, der fällt in diesem Netz. Ja, jeder von euch. Danke.